Der Tag des Wanderns wurde am 14. Mai auch im Erzgebirge im wahrsten Sinne des Wortes begangen. Mehrere geführte Touren haben eingeladen, die Wanderschuhe zu schnüren und die Region zu erkunden. In Jöhstadt brach eine Wandergruppe mit Michael Gürtler von der Gästeinformation auf, um bei der offiziellen Einweihung des zweiten Freiberger Rastplatz am Kammweg Erzgebirge Vogtland dabei zu sein. Auch individuelle Wanderer, die auf dem Kammweg Erzgebirge Vogtland unterwegs waren, wurden auf dem Festplatz herzlich willkommen geheißen. Aus Annaberg-Buchholz war auch Katja mit ihrer Tochter Frieda gekommen. Wir sind von der Brettmühle aus gestartet, durch den Wald, haben auch ein bisschen abgelegene Wanderwege genutzt und es war einfach schön. Vogelgezwitscher, herrliche Ausblicke dann hier oben. Toll, ist empfehlenswert. Die neue Raststätte am Kammweg Erzgebirge Vogtland wurde durch das Freiberger Brauhaus finanziert, wie bereits der im September 2021 eröffnete erste Freiberger Rastplatz an der Biermannkreuzung in Neuhausen. Ziel der Zusammenarbeit des Tourismusverbandes Erzgebirge mit dem Unternehmen ist es, touristische Angebote noch ansprechender und erlebbarer zu gestalten und Impulse für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Die aus Fichte gefertigte Raststätte besticht, freut sich der Tourismusverband Erzgebirge durch ein einzigartiges Design und bietet Platz für mindestens 6 Personen. Hergestellt wurde sie in der Werkstatt der Massivholz Design GmbH in Raschau-Markersbach. Den Aufbau hatten die Holzgestalter gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofs Jöhstadt übernommen. Letztere werden sich auch zukünftig um die Pflege kümmern. Beim Einweihungsfest sorgte das Brauhaus und eine Fleischerei für das kulinarische Wohl. Jörg Heinicke unterhielt die Gäste mit Live-Musik. Das Fest zum Tag des Wanderns ist vorüber. Der neu gestaltete Rastplatz lädt aber weiterhin Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer zum Verweilen ein.